versus Jaina. You asked for it. I must protect the wild. Willkommen zurück zur Arena in Hearthstone, bei der ab jetzt jede Folge die potenziell letzte ist, weil wir zwei Niederlagen haben. Beziehungsweise ab jetzt ist jedes Duell das potenziell letzte. Mage. Hat Mage immer überhaupt was wegschmeißen? Hat Mage irgendein Divine Shield? Nein. Ja, Force Tank halt höchstens. Klassen Divine Shield, aber das hat nur der Paladin. Das hat nur der Paladin. Aber so. Schön. Das Bärchen ist jetzt schön. Jetzt kommt wieder die Frage aller Fragen. Angenommen, er spielt jetzt nichts. Wie spielt man das Bärchen? Plus ein Leben oder plus ein Angriff? Leben. So einfach ist es nämlich nicht. Okay. Warum nicht? Der Frostbolt killt ihn so und so. Jetzt spielen wir es auf jeden Fall mit einem Angriff. Es ist tatsächlich fast immer besser, ihn mit plus einen Angriff zu holen. Die Karte beste Karte, EU West. Die Karte ist fast schon gut. Kind of überhaupt nicht. Ja, einfach den. Jo. Und Face. Bitte? Sorceress Apprentice wird doch nicht auf dem Feld gelassen. Geht's noch? Hätte er einen Spell gehabt, hätte er den schon letzte Runde gespielt. Und wir jetzt einen Fireball auf den 2-5er hauen zu müssen, von mir aus. Trotzdem wird das nicht liegen gelassen. Da kriegt er potenziell viel zu viel Value raus. Außerdem kann er jetzt auch gerade einen Taunter getopdeckt haben. Mist. Ah ne, ja, wir haben Direwolf. Ja, wir müssen das mit Direwolf regeln. Ja, Direwolf plus Hero Ability. Und mal wieder sieht man, Taurenkrieger, beste Karte nicht. Na, ich hätte schon lieber was mit 4 Mana gespielt. Aber was nicht geht, geht halt nicht. 3 Leben ist halt so eine saudoofe Zahl. 3 Leben ist eigentlich eine super Zahl, weil du die immer gut geklärt bekommst. Greetings. Okay, lass es mich umformulieren. Für einen selbst. Der kann sowas von vergessen, dass ich da... Ah, nevermind. Super. Aber mit Hero Ability hätte ich da... Ist das ein Soundbug oder sagt die, alles ist gut, solange du wild isst? Keine Ahnung, ich habe das Spiel auf Englisch. Sagt sie, you are oder you eat? Auf Englisch sagt sie, take a walk on the wild side. Okay. Also was, irgendwas, was so gar nichts damit zu tun hat. So, jetzt hat er sein Dings da aktiviert. Da kann er sich freuen. Toll, er kann angreifen. 2 Mana für 3 Schaden ins Face. Großartig. Ja, das war wie ein Frostbolt, nur ohne Freeze und nur aufs Face. Aber ja, dafür hat er eben keine Karte verbraten. Hat schon alles seine Vor- und Nachteile. So. Born to be. Wir kommen nur auf 3 Angriff. Ja, ja, die Frage ist... Nee, Quatsch. Die Frage stellt sich gar nicht. Was willst du sonst spielen? Crowd-Favorite? Das wird natürlich so rum gemacht. Ja, man hätte es ja so rum und andersrum machen können. Die Wahl war ja, ist der Druid of the Flame auf 2 Leben oder der White Walker auf 2 Leben? Das war ja die Frage. Das war jetzt nicht wirklich eine Frage. Naja, es war eine Entscheidung. Ja, aber zwischen einem 2-2 und einem 4-1 und einem 2-1 und einem 4-2er? Ja. Das ist nicht so schwierig, die Wahl. Wäre eh wurscht gewesen. Okay, wir könnten gleich Crowd Favorite plus Blood Elf spielen.
bevor du mal irgendwas Fixes machst, weil das ist ein Kampfschrei und das bufft ihn dann sogar doppelt. Ja. Und hat sogar Aber. 7 Leben, das heißt, der wird nicht von dem Feuerball geclearte. Aber Stranglethorn Tiger plus Hero Ability spielt besser um Feuerball, spielt besser um Flamestrike rum. Bei 7 Leben geht rippt der ist der Flamestruck den ziemlich Wumpe. Naja, aber Shattered stirbt dann. Als ob er auf zwei Viecher, die von denen eins nicht sterben würde, den Flamestruck überhaupt draufhauen würde. Ja, man kann es tun. Ja, gut. Ich spiele sowas immer lieber langsamer. Außerdem ist Tiger eine wunderbare Karte. Ja klar, eine Karte wird ja nicht schlecht, weil eine andere besser ist. Was sagt der? Du nicht nehmen Schneeball bei mir und das nicht stottert er raus, weil ihm Ratten kalt ist. Verdammt, ist das cool. Kleine Anlehnung an du nicht nehmen Kerze. Also das passiert auf jeden Fall. Jo. Es ist geschickter, die konkret zu ignorieren. Jo, ist es. Jetzt spielen wir aber den hier wieder wegen Ja. Flamestrike. Ja, den Tiger kannst du jetzt ruhig spielen. Und mir fällt gerade auf, es wäre intelligenter gewesen, damit Hero Ability plus dem 3-2er reinzuhauen wegen Flamestrike. Ja, wäre besser gewesen. Ist nicht mehr zu ändern. Lieber den 3-2er sacrificen. Na, er hat offensichtlich keinen Flamestrike. Nee, dafür hat er eine Hero Ability. Ja, das war ja klar. Hi. Hi. Wie viele Max haben wir eigentlich im Deck? Jetzt noch ein. Ich schau mal gerade, das ist einer. Zwei. Jetzt noch zwei. Unstable Da Pool ist ja könnte keiner. man den Aufzieher theoretisch sogar spielen. Ich wäre für Tall Strider gewesen. Oder sogar Unstable. Stimmt, Unstable wäre vielleicht gut. Dann können wir die Kriecher ignorieren. Und wir spielen gar kein weiteres Minion wegen Flamestrike. Ja, das sind ja alle 4 Leben, außer halt den Aufzieher, und den wolltest du ja aufbewahren. Ja, der wäre ja auch gestorben, wenn der jetzt geflamestriked hätte. Ja, mit Hero Ability. Nee, cool. Achso, klar. Flamestrike ist jetzt ein kompletter Board Clear. Quasi Twisting Nether. Nur mit einem Mana weniger. Ja. Deswegen habe ich da gerade so eine Scheißangst davor. Aber er hat ihn offensichtlich wieder nicht. Oder er hat ihn doch und wollte nur ein bisschen rumtrollen. Aber nee, hat er nicht. Frostball könnte er haben. Lol. Lol. Ja, nächster Taunter, bitte. Nee, das löse mit Combatant. Ja, den können wir ja auch spielen. Nein. Ah, Moment. Ah. Wie vorher zählen. Grad noch, ne? Ja. Gut. Dann hat diese Folge zumindest mal zwei Duelle. Der Aufzieherritter bleibt mal auf jeden Fall nicht hier.
OMG, die Combo. Schmeißen wir trotzdem weg. Mit Combo meinst du? Können wir lassen. Achso, weil wir einen Mac haben. Also theoretisch haben wir jetzt eine Mana-Kurve. Wir haben eine Mana-Kurve. Die Frage ist nur, machen wir Coin Tutor? Ja, machen wir. Mal Micro Machine. Micro Machine OP. Nein, ja. Machen wir nicht. Und Coin Panther sogar, wäre eher so meh. Da möchte ich sogar fast Turn 3 Coin Dragonhawk Rider, also Turn 2 Coin Dragonhawk Rider machen. Ja, kommt aber. Ah, nee. Können wir nicht machen. Einfach Hit plus Hero Ability. Wir könnten jetzt Coin Panther machen. Müssen wir machen. Besteht die Chance, dass er uns hier so hart out-tempot, dass da gar nichts mehr geht. Oh, der will die nächsten drei Züge gar nicht, soll auch sein. Ja, aber ich übernehme Arena. Arena, da kann alles passieren. Oha, bitte. Danke. Sehr schön. Und die nächsten. Ja, es war... Wie hoch ist die Chance? Na, 50-50, oder? Ey, ich rechne gerade. Micro Machine. Ja, das kann man sich... Das kann man sich an einem Baum aufzeichnen. Wie hoch da die Chance ist. Ich versuche gerade imaginär einzukonstruieren. Jo, das Ding ist tot. Dragonhawk Rider, bitte. Aber gut, wieder zwei Mana raus. Das Ding oder Queroland? Von den Werten her wäre der Queroland besser. Also, von der Summe her. Achso, klar, der geht auch. LOL. Muss man ausnutzen, wenn man schon ein anderes Minion hat, was den Einser-Drop direkt wieder clearen kann. Doch, ich glaube, Silbermond wird fallen. Hat da so eine ganz ungute Ahnung. Moment, wir wollen ja fair bleiben. Dann drücken wir Hero Ability. Bam. So, drei Banner, sechs Sechser. Nehme ich doch. Der Typ ist ziemlich screwed. Ja. Ah! Sogar nur das. Oh. Ja, wir haben da noch so einen Hungry Dragon. Der wird auch gebufft. Mhm, dann überlebt er nämlich sogar den nächsten Flamestrike. Und theoretisch könnte man jetzt die Blood Elf gleich wieder auf die Hand nehmen, um sie im Licht nochmal zu spielen. Genau das ist der Plan. Wir hätten jetzt natürlich auch den 6-2 auf die Hand zurückschießt. Ah, das wäre nur so. Ah, nevermind, das wäre noch besser gewesen. Dann hättest du aber gar nichts mit der Blutelf buffen müssen. Ja, nee, das ist eben. Klar, jetzt, wo ich den Blutelf dann gespielt hatte, war es so rum besser. Denn jetzt können wir einfach mit dem 7-3er den 4-7er clearen. Ja. Insofern war es dann jetzt rückblickend doch wieder besser. Durch das, was er jetzt gemacht hat. Aber sowas weiß man ja vorher nicht. Oh. Na, wir wären One-Off gewesen. Nevermind. Huh. Es wäre kein Liefer gewesen. So, und das Dingo wegen Flamestrike. Wie viele Mages wir gerade aber auch abbekommen? Mage ist ja auch gut. So. Mage ist immer noch eine super Arena-Klasse. Und auch diese Folge war wieder nicht die letzte. Ja. Willkommen zurück zu Hearthstone mit dem OP-Druiden-Deck. Nicht, aber irgendwie kriegt man es trotzdem hin. Jo, die Hand kann mal weg. Ist halt die Frage, möchte ich einen Hungry Dragon behalten? Der ist ein super 4-Drop. Ja, 4-Drop bringt dir, dass du mit Zug 1, 2 und 3 nichts machst. Muss weg. War ein Early Game. Naja, das ist okayisch. Okayisch. Ja, Neologismus for the win, ne? Nee, ist nicht. Also ist Neologismus, aber nicht von mir. Ist trotzdem Neologismus. Zifuchs? Das wird eine Hero Ability.
Ich habe jetzt ein bisschen Schiss davor, dass der Typ Turn 2 Knöpfchen drückt, weil da spiele ich so ungern Scarlet rein. Na klar, würden wir tun, aber... Nein, das wird kein Knöpfchen. Da kann man Scarlet reinspielen. Jo. Und theoretisch, wenn die jetzt nicht den Gottesschild verliert, können wir im nächsten Zug Hit auf den Spider-Tank, Hero-Ability, Braumeister machen. Penner! Nicht gut. Voll der Penner. Ehrlich, ein Penner. Ja, da spielen wir dir einfach den Savage Commandant rein. Ja. Theoretisch dealt er damit perfectly. Betonung auf dem theoretisch. Praktisch hat er jetzt einen True Silver Champion. Penner. True Silver Champion ist eine total unfaire Karte. Mhm. Die können wir auch nicht spielen. Das wird Pflege. Das ist das Einzige, was ist, dass jetzt nicht Murder Wasted wäre. Wir müssen das hier spielen. Geht nicht anders. Plan ist, dass er das Ding mit True Silver umhaut, mit dem Spider-Tank ins Face geht, irgendwas spielt und worauf wir dann Savage Combatant und dann den Spider-Tank umhauen, weil unsere Hero-Ability dann 3 Schaden macht. Doof wäre jetzt, wenn er tradet. Nö. Sehr gut. Tut genau das, was er tun soll. Das ist doch auch mal schön. Und nächster Urban Ring, bitte. Nein, aber auch nicht besser. Jetzt müssen wir die umhauen. In diesem Fall wird vielleicht nicht der Spider-Tank geklärt. Ja. Wo ist eigentlich Swipe, wenn man es mal braucht? Ach ja, auf der Strecke geblieben. Sechs Mana, 5-4, deal 3 Damage, ja. Ist in Ordnung. Aber nicht OP. Wo ist denn der zweite Savage Combatant? Der zweite Savage und wir haben es. Der zweite, den er vorhin mit dem Two-Silver geklärt hat, meinst du? Richtig. Ich wundere mich schon, warum das Ding ausgegraut ist. Ja. Ja, das wird dann das Dingens hier. Healbot. Sicher? Ja. Man hätte auch den Weitschreiber plus die Cleric machen können. Das hätte er mir zu easy geklärt. Oder zu effektiv. Jetzt haut er da im Idealfall seinen Purifier rein. Oder seinen nächsten True Silver. Außerdem kommt Shit. Nächste Runde kommt aber Tall Strider plus White Walker. Trotzdem hat Eckhardt das deutlich bessere Board. Aber ja, das ist jetzt mal gut. Wie sagt, solange du wild isst. Schauen wir mal. Es kommt sehr drauf an, was er jetzt hat. Zum Beispiel... Ach du Scheiße. Ein Peacekeeper. Ach du Scheiße. Oh, das Combo. Das kann man so rendern. OP Twilight Drake, den ignorieren kann. Na, wir können mal gucken. Hoffst du auch, dass wir im nächsten Zug den Eisenborken rauskriegen? Ja. Genau. Plus Micro-Maschinen. Soviel zu dem Thema. Es wird nicht besser. Really?
Wäre wurscht gewesen, der hat doch jetzt eh ihn geklärt. Wäre wurscht gewesen. Missklick. Aber. Nein, wurscht, er hätte einfach nur mit dem Söldner plus Guy hinmachen müssen, der Rest wäre ins Face gegangen, also wäre wurscht gewesen. Ja, gut. Hätte gereicht. Damit endet diese Arena. Ja, wir schauen uns schon noch kurz die Belohnung an. Ja, sag ja noch kurz Gewinn aufmachen. Toll wird's nicht gewesen sein. Für 5 Siege kriegt man normalerweise nicht so viel. Ah, ein TGT-Pack. Der Rest juckt ja keinen. Ja, das Rest ist meistens ein bisschen klimbim. Was kam denn Schönes raus? Eine Epic und eine Rare. Nämlich? Grand Crusader. Ah, cool. Warum nicht? Cut Purse, ja. Murloc Knight ist cool, aber ich glaube, ich habe schon genug. Dann sehen wir uns nächste Woche. Jo. Bis dahin, ciao. Ciao. I'm not going to be able to do that.